Und er hat Geld auf den Tisch gelegt. Er hat gesagt, so, für die nächsten 4 Jahre gibt es für jedes Jahr 10.000 Reihwagen. Unter keiner Bedingung. Geschenkt. So, und jetzt hat er die, also 10.000 Reichsmark kann man nicht mit 10.000 Euro heute vergleichen. Das war damals eine riesige Geldsumme, die es dann ermöglichte, dass die Schule gegründet wurde. So, die Schule begann am 6. Januar 1930 in der Scharia Amayati, ganz in der Nähe der DSG, nämlich in Wappenhut. Und man begann mit 22 Schülern. 22. Schulleiterin war eine demokratische Person, die erste Schulleiterin, eine Dame, Elisabeth Antes. Ihr Mann arbeitete für Ludwig Borchert im Schweizer Institut. So, es wurden nur 27 bis 29 Stunden in der Woche unterrichtet, also weniger als in der deutschen Schule teilweise vor dem Krieg und weniger als heute. Es gab viele Ausflüge, zum Beispiel in die Villa Borchert, so wie sie heute noch aussieht. Das heißt, die Borcherts haben die Kinder eingeladen. Die hatten eine sehr schöne Villa direkt am Nil gelegen, wo die Kinder also herrlich spielen konnten. Im Schuljahr 32, 33 war man schon auf 41 Schüler angewachsen. Es gab hauptsächlich 2 Lehrerinnen, außer der Elisabeth Antes, und dann gab es noch Halbtagskräfte, das liegt in den Berichten der Schüler. Eine Lehrerin, Käthe Destui, die hat während des 12-jährigen Reiches, also von 33 bis 39 in der Schule gearbeitet und dann später noch an der DEO nach dem Zweiten Weltkrieg. So, das war jetzt der vorletzte Beitrag für heute. Nun gibt es eine Musikeinlage. Es wird das Lied Lili Marleen von Frau Seiler, unserer Grundschullehrerin, und mit Herrn Hamdi am Klavier als Begleitung vorgestellt. Danach geht es weiter mit dem letzten Beitrag von Herrn Merkel über die Schule während des Sozialsozialismus. Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns wiedersehen. Vor der Kaserne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten
sahen wie einer aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde bunt, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne? Ich bin Karim. Gut, so, dann kommen wir jetzt zum dritten Teil.
unter seine Fittiche zu bringen. Unter anderem auch die Schule. Die Schule hat sich dagegen gesträubt, die Gemeinde, die Kirchengemeinde hat sich dagegen gesträubt, der Pastor Karik mit Namen hat sich dagegen gesträubt und das ist dem deutschen Verein nicht gelungen, die Schule einzuvernehmen. Der Pastor wurde bespitzelt. Es gibt also Berichte von Parteigenossen, die dem Pastor nachgelaufen sind, zugehört haben und aufgeschrieben haben, was hat der Pastor gemacht. Die Schule wurde wie alle anderen deutschen Schulen gleichgeschaltet. Das heißt, sie wurde nach dem Konzept organisiert, wie es die Nationalsozialisten wollten. Das hieße zum Beispiel, ägyptische Schüler, nein. Ausländische Lehrer, nein. Wir sind eine deutsche Schule für deutsche Schüler, die von deutschen Lehrern unterrichtet werden. Nur Deutsch ist gut. Das war die Ideologie der Nazis. Also völlig komplett im Gegensatz zu heute, wo wir sagen, was soll dieser Quatsch? Gerade jetzt ist die Zeit, wo sich die Nationen die Hände geben sollten und wie es hier an der Schule auch praktiziert wird, dass wir verschiedene Nationen in den Klassen haben, belebt das Ganze noch. Und Sie können da sehen, es sind alles nur noch deutsche Schüler. Alle Lehrer waren Mitglieder des Nationalsozialistischen Lehrerbundes. Also das ist eine Nazi-Organisation, der Lehrer beitreten mussten, wenn sie denn ins Ausland versetzt werden wollten. Sonst wären sie gar nicht versetzt worden. Ja, es gab einen neuen Schulleiter, weil die Frau, die Elisabeth Antes, war nicht mit dem einverstanden, was die Nazis machten, hat das auch gesagt. Und dann hat die NSDAP Kairo gesagt, wir brauchen einen neuen Schulleiter. Die NSDAP war in Ägypten sehr gut organisiert. Der Führer der NSDAP für das Königreich Ägypten war Alfred Hess. Er kam aus Alexandria, hat dort auch die deutsche Schule besucht und er war der Bruder von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers. So, und der hat gesagt, das müssen wir ändern. In Palästina gab es damals viele deutsche Schulen, sogenannte Templerschulen. Und da gab es die Templerschule in Sarona, die deutsche Templerschule. Und da gab es einen Lehrer, er hieß Karl Ehmann. Er war gleichzeitig auch stellvertretender Gauleiter in Palästina. Und dieser Karl Ehmann wurde dann Schulleiter an der deutschen Realschule Kairo. Also die Frau Antes hört auf und Herr Ehmann kommt. Jedes Jahr am 30.01. feierte man den sogenannten Deutschen Tag. Sie sehen da den Parteigenossen, das ist der Ortsgruppenleiter der NSDAP. Hier sehen Sie die Ortsgruppe, er meldet den Parteivorsitzenden. Und rechts sehen Sie die Eltern und die Schüler. Und hier sehen Sie Lehrer. Das Ganze fand statt auf dem Schulhof der Deutschen Schule in Bula. Die Schule wurde inzwischen wieder zurückgegeben. Also so war das damals. Es war, wie gesagt, keine Ausnahmesituation. Man kann also demnach auf keinen Fall sagen, es wäre völlig falsch zu sagen, die DEO war eine Nazi-Schule. Nein, die DEO wurde damals gleichgeschaltet und musste sich so verhalten. So, an der DEO gab es wie an allen anderen Schulen eine Jugendorganisation der NSDAP, nämlich die Hitlerjugend und den Bund Deutscher Mädel. Wir sehen hier den Reichspropagandaminister Josef Goebbels in der DEO. Und zwar war das am 7. April 1939. Da kam Goebbels nach Kairo und ging in die DEO. Wir sehen hier die Schülerin, hat also ganz klar eine Uniform vom Bund Deutscher Mädels an.
Und es gibt auch noch Aufnahmen, wo die Jungen in braunen Hemden sind, in HJ-Hemden sind. Also das war genauso organisiert wie an einer Schule in Berlin oder in Hamburg. Und an der DSB war es genauso schlimm. Die konnten auch nichts machen. Denen wurde praktisch die Pistole auf die Brust gesetzt und es wurde gesagt, dieser Lehrer kommt aus England, der muss sofort entlassen werden. Dabei weiß jeder Mensch, jeder Schüler weiß, dass ein Englischlehrer aus England oft besser Englisch unterrichten kann als ein Englischlehrer aus Deutschland. Naja, so war das damals. Und am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus, wieder von Deutschland ausgehend. Und die Schule wurde sofort geschlossen. Die Schule wurde von den Briten beschlagnahmt und wieder als Internierungslager verwendet. Allerdings jetzt nicht für Frauen, sondern für Männer. Und wir haben hier ein Merkblatt über die Deutschen in Ägypten. Also es war bis mindestens 1941 war die Schule ein Internierungslager. Wir haben noch Listen aus dem Jahr 1942, wo die Gemeindeschwester Weihnachtsgeschenke verteilt und da ist das Lager Bulak auch noch aufgeführt, aber nicht mit so vielen Internierten wie in diesem Merkblatt. So, das war die kurze und traurige Geschichte. Das war so ein bisschen die schwarze Seite der Deo, die aber auch mit zur Schulgeschichte gehört, unbedingt, ist noch nicht ganz aufgearbeitet. Und wer jetzt sagt, das interessiert mich, da möchte ich mehr darüber wissen, der muss sich mein Buch kaufen, das inshallah auch noch rechtzeitig zum Jubiläum erscheinen wird. Ich danke Ihnen. So, als letzte Musikeinlage wird uns jetzt Sherif Süleyman aus der 11a ein Stück von Beethoven, nämlich die 8. Sonate, vorspielen.
So, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fand es als Schüler, als jemand, der dieses Gebäude jeden Tag besucht, sehr interessant, so viel über die Geschichte der DEO zu erfahren. Das war nur ein sehr, sehr kleiner Teil von 150 Jahren. 150 Jahren an kultureller Begegnung, an Veränderung und an Zielbestreben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde an der Stelle nochmal das Wort an Herrn Dern übergeben. Danken dir ganz, ganz herzlich, dass du uns hier so toll durchgeführt hast. Ganz große Klasse. Und das war ja nun auch wirklich zum Teil eine ganz schön anstrengende Sache. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Also ich meine, wir sind halt ein Gymnasium und haben auch einen entsprechenden Anspruch. Das hat man heute gemerkt. Wir wollten, dass wir alle gemeinsam auch mal erleben, was hat unsere Schule so alles durchgemacht. Und ich fand dieses letzte Stück sehr, sehr angenehm. Es war wirklich Balsam für die Seele nach diesen harten Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Also insofern vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal auch Sherif, aber allen anderen, die musikalisch hier so aktiv gewesen sind. Da bitte ich auch nochmal um einen Applaus für die musikalische Unterstützung. Ja, Herr Gerke, Sie möchte ich aber bitte nochmal nach vorne zu bitten, denn Herr Gerke, ich weiß gar nicht, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, er ist gar nicht Lehrer unserer Schule, aber er ist jemand, der sehr, sehr, sehr großes Interesse und auch ein absoluter Fachmann in Geschichte ist und er beschäftigt sich schon seit Jahren mit unserer DEO. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Gerke. Das kann er noch werden, ne? Vielen Dank. Und Sie stehen für das ganze Team. Sie stehen für das ganze Team, das eben auch diesen historischen Rückblick sich so überlegt hat und zusammengefügt hat. Ich denke mal, jetzt haben Sie auch allen großen Hunger. Und deswegen werden wir jetzt gleich, ich werde noch ganz kurz erklären, wie wir weiter vorgehen. Wir werden jetzt gleich zum Essen gehen. Und wir haben auch extra, vielleicht bleibt ihr noch kurz sitzen, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir haben auch extra natürlich an euch gedacht und an eure Feinkostideen. Und daher möchte ich das nochmal so deutlich sagen. Wir haben da hinten in diesem Bereich, also dort, wo auch schon die Sachen für die Band für heute Abend aufgestellt sind, das ist eher so das, was vielleicht Schüler und Schülerinnen mögen. Und das, was vielleicht eher die Erwachsenen mögen, ist hier auf der linken Seite. Aber natürlich dürfen die Erwachsenen sich auch gerne bei den Schülern bedienen und umgekehrt. Also wie Sie möchten. Herzlich eingeladen jetzt zum Essen und wir treffen uns dann wieder um 14 Uhr.